Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als Kind besaß ich alle Was-ist-was-Bücher, die irgendwas mit Dinosauriern zu tun hatten. Ich war da ein Riesenfan und hier in Frankfurt gibt es das Senckenberg-Museum. Momentan auch, ich weiß nur nicht, ob man momentan rein kann. Kann hoffentlich bald wieder rein. Und ich war immer ein Fan von den Dinosaurier-Skeletten dort. Es gibt dort einen Diplodocus, eine Donnerechse, also einen großen pflanzenfressenden Saurier, die mit den kleinen Köpfen und dem riesigen Körper. Es gibt dort aber auch den Kopf, zumindest gab es in meiner Kindheit, den Kopf eines Tyrannosaurus Rex. Großartig, habe ich geliebt. Als ich vor einigen Jahren mit meinen Töchtern, meiner Frau mal dort war, stand auch so eine lebensechte und originalgroße T-Rex-Skulptur auf so einer Grünanlage gegenüber des Museumseingangs, auch großartig. Allein deshalb bin ich schon ein Fan dieses Sets hier. Ich glaube, es ist aus der Feder unseres italienischen Designers Marco, also nicht identisch mit mir, ein Tyrannosaurus Rex-Ausstellungsstück. Und Ausstellungsstück ist schon ein sehr gutes Stichwort. Das ist kein Spielset. Ich meine, wer hätte das gedacht? Natürlich, es ist kein Spielset, aber schaut euch die Bauweise an. Ja, wir haben hier also runde Einser-Bricks und Plates, hier auch. Wir haben hier noch die Beine und, da, und den Schwanz, der hier auf dem Boden steht. Das ist alles, was das Set hält. Rüttelt kräftig dran und ihr habt eine T-Rex-Ausgrabungsstätte, so mit Knochen, die dann so liegen. Ich meine, der Korpus, der bleibt schon ganz. Vielleicht geht der Kopf ab, aber dann liegt das Ganze. Es steht perfekt. Ich kann es auch hochheben, ich kann es auch drehen. Aber ich kann es halt nicht viel durch die Gegend tragen und ich kann schon gar nicht damit spielen. Also, fällt jetzt nicht beim ersten Windhauch um, aber es ist definitiv ein Displaymodell, etwas zum Hinstellen. Es ist so eine Art, ja, Skulptur im Endeffekt, ähnliche Kategorie wie ebenfalls von Marco diese History of Flight. Ne? Und ich habe mir mal überlegt für den Shop, wie nennt man sowas? Was für einen Oberbegriff gibt man dafür, abgesehen von Staubfänger? Man bin ich ehrlich, wozu ist so etwas da? Es ist ein Staubfänger. Ich meine, irgendwelche riesigen Millennium Falcons sind auch Staubfänger, damit spielt ja auch keiner. Es ist etwas Schönes, das man baut und dann stellt man es sich hin, weil es einem gefällt. Und was macht es dann? Es setzt Staub an. Erzählt das nicht euren Partnern, die keine Lust auf Noppensteine haben, das wäre ein Argument gegen euer Hobby. Also pssst, natürlich sind das Staubfänger, aber wir lieben sie doch alle. Und ich liebe dieses Set auch. Es sieht toll aus. Kann es auch wunderbar in so einem riesigen Museum sich vorstellen. Ne? Das würde jetzt beispielsweise nicht in das Maritime Museum von Xingbao reinpassen, weil alleine diese Baseplate hier größer ist als die 32x32 Noppen Grundfläche des Museums. Also ein Museum, in dem das stehen kann, wäre viel, viel größer, hätte jede Menge Teile, würde aber auch ganz schön cool aussehen. Ja, ein T-Rex. Ich habe jetzt nicht nochmal extra bei Wikipedia nachgeschaut, aber ich weiß, dass die in der Kreidezeit, also so gegen Ende der Dinosaurierzeit auf Erden gelebt haben, die haben den Meteoriten, der im Yucatan-Becken eingeschlagen ist und vor 65 Millionen Jahren hier diesen Klimaumschwung und das Ende von 75% aller Tier- und Pflanzenarten auf der Erde mal wieder eingeläutet haben, miterlebt. Die waren live dabei. Und schaut, was aus ihnen geworden ist. Ein Haufen Knochen, den wir wieder zusammengebaut haben. Naja, gut. Man hat hier dieses angedeutete Becken, ne, diesen Beckenknochen hier. Das Steißbein, quasi Schwanz. Also es sieht toll aus. Also es ist, gefällt mir. Man muss hier bei den Rippen, ne, muss man halt ein bisschen aufpassen, wie man die andeutet. Ich meine, so wäre halt falsch. Man kann sie auch zu weit nach innen biegen, dann überlappen sie sich. Da muss man so eine goldene Mitte finden, wenn sie sich überkreuzen, hat das übertrieben. Die Bauanleitung zeigt das aber auch. Man kann hier vorne bei den Armen so in begrenztem Maße das Ganze ein bisschen posieren. Ist aber ansonsten hier durch diese Standfüße in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Und ohne diese zwei Standfüße würde das Ganze natürlich nicht stehen bleiben. Das würde nicht funktionieren. Wir haben hier einige von den
diesen Hinges, die man so in gewissen Winkeln einstellen kann. Ihr seht es, es macht immer Klack. Und eben hat es nicht Klack gemacht, sondern das Teil ging ab. Na komm, du kannst auch in die Richtung. So, Klack. Das heißt, ich glaube, man könnte jetzt beispielsweise den Schwanz auch so anbringen, dass er nicht auf dem Boden ruht. Ja, das geht auch. Es steht halt einfach noch etwas stabiler, wenn man den als weiteren auf dem Boden ruhenden Teil so aufbaut. Ich würde es so machen, geht aber auch anders. Man kann ihn also auch so etwas gedrungener vielleicht noch mit dem Schwanz oben, dass er so etwas dynamischer aussieht, hinstellen. Geht auch. Ansonsten gibt es zu dem Modell natürlich nicht allzu viel zu sagen. Ihr seht es. Man kann keine Minifigur reinsetzen, logischerweise. Es ist ein schönes Display-Modell. Diese Ketten hier in Rot als Absperrung finde ich auch mal nett. Die habe ich in Rot so noch nicht gesehen. Ja, es ist eine Skulptur. Und ich finde, auch sowas hat aus Noppenstein seine Daseinsberechtigung. Unser T-Rex-Skelett-Ausstellungsstück hat die Setnummer 103246, hat 646 Teile, kostet 26,95 Euro. Es ist 38 cm lang, 13 cm breit und 18 cm hoch. Und es passt natürlich thematisch, also begrifflich zu solchen skulpturellen Sets wie unserer History of Flight, unserer Geschichte des Fliegens, habe ich euch bereits vorgestellt. Oder zu solchen Sets hier beispielsweise, zu unseren Wandbildern, die sich mit den Jahreszeiten befassen. Da treffen jetzt auch nach und nach die vier Bilder ein, ne? Mit Möglichkeit, sie an der Wand zu befestigen. Und es passt auch recht gut zu so etwas. Das ist noch unser Prototyp in wilden Farben. Ich habe aber das richtige Set in den richtigen Farben hinten bereits gesehen. Das ist teilmontiert, muss nur wieder zu Ende gebaut werden. Ich hätte es euch also fast in den richtigen Farben schon zeigen können. Ja, also ich würde sagen, das ist ein Fischkutter und da hat jemand Hunger. Ja, auch vom Marco, auch von unserem italienischen Designer. Ja, auch ein wunderschöner Staubfänger. Psst. Auch eine schöne Skulptur. Haie sind übrigens auch lebende Dinosaurier. Die sind seit irgendwie 100 Millionen Jahren oder so quasi evolutionär gesehen fertig. Die sind perfekt so, wie sie sind. Und wenn wir sie nicht bei all der Überfischung und wegen ihrer Flossen umbringen würden, würden die auch noch weitere 100 Millionen Jahren, so wie sie sind, in den Weltmeeren leben. Denn die sind der Evolution einfach ziemlich gut gelungen. Ja, und für heute war es das damit auch schon wieder aus dem Museum, dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Bücher über Dinosaurier auch nicht. Demnächst gibt es noch mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen.